Ja, hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu einer mehr oder weniger kurzen Ankündigung. Und zwar, ich weiß nicht, ob es vielleicht schon einem oder anderen aufgefallen ist, der ab und zu mal auf den Upload-Plan guckt. Ja, ich habe gerade Wörti mit dabei hier. Ja, grüßt euch. Und ja, falls es einem oder anderen vielleicht schon mal aufgefallen ist, der Upload-Plan ist drastisch zusammengestaucht worden. Battlefield 3 ist noch drinnen, ne, uns ist Modern Warfare 3 nach, Call of Juarez, wie es ausgesprochen wird, Ganzinger, und die Reise ins All. Ja, das hat nun folgende Bewandtnis. Ich hatte heute Bewerbung abgeschickt und dachte mir auf den Rückweg so, 11 Projekte, das sind doch ein bisschen viel. Die kommen zu allen nacheinander, also die Aufnahmen, aber das ist dann doch vielleicht doch ein bisschen zu viel Abwechslung, guckt nicht alles jeder, und deswegen dachte ich mir so, es wäre vielleicht ganz gut, das so zu machen, dass jeder Let's Player auf den Uhrzeiten, bei manchen sind es da zwei Stück, weil bei 15 Uhr zum Beispiel, bei 15:30 Uhr werden es ja dann drei Stück, sobald Justin irgendwann vielleicht mal wieder mitmachen möchte, komplett. Und naja, 16 Uhr komme ich dann noch. Also 15 Uhr, 15.30 Uhr, dass jeder Let's Player einen, ja, Slot, sag ich mal, einen Platz belegt, ein Projekt hat. Ja, das ist jetzt ausgedrückt, ein Projekt hat, was er halt macht und nicht mehrere. Das entlastet nämlich auch nochmal die Leute ein bisschen, weil die weniger aufnehmen müssen und sich vielleicht auch mit manchen Projekten nicht gleich rumärgern müssen. Ein bisschen mehr Zeit haben und vielleicht auch ein bisschen mehr Voraus aufnehmen können, weil das mache ich jetzt persönlich zum Beispiel auch wieder. Battlefield 3 habe ich fertig aufgenommen. Und ja. Das heißt jetzt, wir haben jetzt, wie gesagt, immer noch drei Videos, aber weniger Projekte, die wir machen, also nur 4 Stück momentan. Don't Starve, die jetzige Aufnahme, die wird aber noch ablaufen, bis Battlefield 3 kommt. Das werde ich jetzt einfach mal als 15 Uhr. Deklarieren, weil das schaffe ich jetzt nicht mehr. Heute Abend noch irgendwie da Battlefield 3 hochzuladen, und da habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock zu. Deswegen, da mache ich mir einen Stress. Es ruft sowieso kaum einer, deswegen. Gut. So, eine Sache noch. Fürti hat nämlich was vorgeschlagen gehabt. Und zwar, dass wir einen Zweitkanal aufmachen. Und das wird aber nicht so extrem werden wie bei Tisran Let's Plays, sondern das wird einfach nur, ja, ich lasse es ihn am besten selber mal erklären, der kann das immer noch am besten. Also bei Plans Kanal ist es ja wirklich so, dass dort eigentlich Spiele angesiedelt sind, die im 2D-Bereich sind. Und wir jetzt immer mehr dazu umgestiegen sind, auch mal Ego-Shooter zu spielen. Und es passt eigentlich nicht ins Bild von dem Kanal. Und da haben wir uns das einfach gesagt, wir wollen auch mal herausfinden, woran das allgemein liegt, dass so wenige Klicks auf den Videos sind, dass so wenige Kommentare sind. Müssen wir das mal abchecken, woran das liegt. Und da wir ja so allgemein auf Anfragen und auf Andeutungen überhaupt keine Reaktion von euch erhalten haben, müssen wir jetzt selbst etwas im Dunkeln tappen. Und da war einfach die Idee, wir machen einen Zweitkanal auf, der zu den Alternate Gamers gehört, der auch von uns geleitet wird und von uns bedient wird mit Videos. Und in diesem Kanal kommen hauptsächlich die neueren Spiele drin vor. Geplant ist Borderlands, ja, was aktuell schon anläuft, die Aufnahmen sind da schon im Gange. Dann kommt Borderlands 2, dann kommt Don't Starve, also das Minecraft noch. Und demnächst, sagen wir mal, auf jeden Fall innerhalb der nächsten kommenden Monate eventuell auch noch Watch Dogs. Inwiefern das aber dann noch damit reinfließt,
wissen wir halt hundertprozentig, das wollen wir uns nochmal genauer ansehen. Auf jeden Fall sind es so die drei Großprojekte, Borderlands, Borderlands 2, Don't Starve, Minecraft und Watch Dogs. Im Großen und Ganzen also Spiele mit, ja, könnte man sagen, viel Inhalt, wo man sich auch lange dran aufhalten kann. Und wir wollen einfach mal sehen, ob wir ein entsprechendes Format aufbauen können, was die Zuschauer eher anregt. So viel jetzt zu dem, was ich dazu sagen kann. Spiele bis zu, also ab 2005 werden dort kommen. Wie wir das mit Reihen machen werden, das hat Neons es vorhin mal so eingeworfen, als ich mit ihm drüber geredet habe. Das wissen wir noch nicht ganz, weil es gibt Reihen, die sind ja wirklich alt. Halo, was er zum Beispiel spielt, momentan Neons ist, das ist davon 2002 und da sind manche Teile schon über 2005. Und da kommt auch der nächste neuer. Das heißt, da werden wir mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht werden wir das dann auch so machen, dass derjenige dann halt entscheiden kann, wo er die Reihe hochladen möchte. Und ja, wäre vielleicht auch die beste Alternative. Ich meine, wir machen da sowieso ein bisschen nicht ganz so streng und bedingt nach irgendwelchen Regeln oder so, sondern auch halt einfach mal ein Spiel aufnehmen, das halt normal durchspielen, auch mal Spontanaufnahmen und so ein Kram, Spontanprojekte. Borderlands kann man halt auch Borderlands kam dadurch zustande, so, das ist richtig, dass ich es mir halt selber gekauft habe, hab's fertig gekauft und ich glaube, du warst ja dann derjenige, der meint hat, ja komm, nehmen wir es auf, oder war ich das? Einer von uns beiden hat gesagt, wir nehmen es auf. Ja. Und was ich auch noch sagen wollte, ganz kurz dazwischen, dazwischen gefasert, was demnächst auf jeden Fall noch rauskommt, ist auf jeden Fall ein Let's Play. Jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. Sekunde, lass mich nochmal neu anfangen. Also, was demnächst auf jeden Fall auch noch vorschwebt, ist mit Clan zusammen ein neues RPG mit einem RPG-Maker zu machen. Die entsprechenden Sachen habe ich bei mir schon in Steam hinterlegt als Wünsche. Und sobald das finanziell geregelt ist, werde ich mir das zweimal holen. Einmal für mich, einmal für Klein, und dann werden wir hier in Abwechslung auch zusammen am RPG Maker sitzen. Ich habe doch den RPG Maker vorgesehen. Ja. Teamversion, fertig aus. Unter welchem willst du holen? Ja, musst du bei mir auf die Wunschliste gucken. Kann ich eben kurz mal machen. Ich habe zu dem RPG Maker noch ein Add-on hinzugefügt. Ich glaube, das nennt sich RTP-Datei, wie auch immer. Und das wird dann auf jeden Fall ein RPG sein, was in der Zukunft spielt. Ich habe ein RPG gesehen. Das wurde mit dem RPG Maker gemacht. Es ging um eine Art Maschine, die eine Art Filmmatrix in eine andere virtuelle Welt geladen hat, und in die Richtung sollte das dann auch gehen. Mehr sage ich dazu nicht. Auf jeden Fall sollte das dann auch ein Spiel sein, bevor es dann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Auf jeden Fall ordentlich getestet wird, dass es nicht so ein Fiasko gibt wie bei manchen anderen. Da bestehe ich drauf, bevor irgendwas, was wir da machen, an die Öffentlichkeit gerät. Wird das vorher auf Frechstartfehler, auf Programmierfehler, auf Tokenfehler kontrolliert. Und wenn das dann alles funktioniert, dann werden wir uns einen Let's Player suchen, der nicht im Kanal bei uns dran sitzt, dem wir das Spiel zukommen lassen, der dann eine Demo-Version bekommt von dem. Boah, das Geraschel. Und wenn den seine Meinung dann einigermaßen vernünftig ist, werden wir es dann veröffentlichen.
Also ich habe den Epic Maker Voice A schon, ne? Du musst mir nicht nochmal kaufen. Hast du die? Ja, gut. Natürlich habe ich den schon. Aber du hast das Skin Pack nicht. Das Resource Pack. Ja. Skin Pack. Man merkt, dass du keine Ahnung hast von Epic Maker. Ich brauche nicht die Ahnung von dem Programm zu haben, ich brauche nur die Ahnung zu haben, was dient. Und du musst natürlich ja, ich werde mich ja zum größten Teil um die Texte und um die und um die Gestaltung der Maps kümmern. Also du weißt aber schon, dass ich nicht besonders der gute Maker bin, ne? Naja, ja. Egal. Und du weißt aber auch schon eine Sache noch, du weißt aber schon, dass das nicht alles gleichzeitig läuft, ne? Sondern immer nur ein Projekt. Immer nur ein Projekt, aber das mit dem RPG Maker läuft ja eher im Hintergrund und wird nicht aufgenommen. Ich habe dann eher vor, so ab und zu so kleine Passagen mit aufzunehmen, wenn es mal was Lustiges gibt, was man da sieht oder was man da für einen Mist gemacht hat. Denn einfach mal, sobald dann das Game rausgekommen ist, also wirklich der Öffentlichkeit zugestellt werden kann, dass das dann auf unserem Kanal als hochgeladen wird, was alles so schief laufen kann da, was man für einen Bockmist machen kann. Was ich da auf jeden Fall damit sagen wollte, ich bin auf jeden Fall derjenige, der für die Landschaften da ist, also die Landschaften generieren und aufbauen wird und die Dialoge in einigen Situationen. Ich werde also verschiedene Charaktere übernehmen. Entschuldigung, mich verschluckt. Das ist jetzt nicht lustig. Ich weiß aber, wie du dich da anstellst. Ja, im Nachspielen einer KI bin ich ja wohl der Bessere, oder? In der Dialogführung. Auf jeden Fall wird das so sein. Also, Borderlands 2, Don't Starve, Minecraft, Watch Dogs. Wird natürlich alles chronologisch gefolgt, na? Wird alles aufeinander, sondern chronologisch. Ja, und das macht Valkyria Chronicles. Das wollte ich schon fast Valkyria Profile sagen, das ist aber ein ganz, ganz anderes Spiel. Die heißen zwar beide Leute, aber es ist nicht ein und dieselbe Serie. Valkyria Chronicles, das ist eine ganz andere Serie. Nochmal. Das wollte er jetzt lernen. Also naja, auf jeden Fall denke ich mal, ist das ein guter Fahrplan, wenn wir beide uns Borderlands 2, Don't Starve Dings kümmern. Don't Starve ist ja eher mal so ein Zwischending, wo man immer mal so 4 Tage spielen kann, also 4 Tage im Game Zeit. Entspricht dann ungefähr, ja, was entspricht das? 10, 15, 20 Minuten. Länger. Die Tage sind länger. Auf jeden Fall. Das ist ein guter Fahrer. Und damit werden wir auch eine Zeit lang beschäftigt sein. Borderlands 1 sind wir ja aktuell schon dran beim Aufnehmen. Dann kommt Borderlands 2. Bis dahin wird Watch Dogs da sein, womit wir uns dann anschließend beschäftigen. Und zwischenzeitlich werden wir uns dann immer mal dran setzen und an RPG arbeiten. Und das sind halt alles Anschaffungen, die noch gemacht werden müssen. Deswegen dauert das auch ein bisschen. Und wir beide, also Glenn noch nicht, wird aber hoffentlich bald Arbeit finden. Ich bin ja schon in einer Vollzeitstelle, in Ausbildung. Ja, auch wenn man 28 bzw. 29 ist, kann man immer noch eine Ausbildung machen. Das ist kein Problem, das ist auch keine Schande. Und da ich im öffentlichen Personennahverkehr arbeite, ja, bin ich sehr oft und sehr lange arbeitsmäßig unterwegs. Und habe auch meistens sehr interessante Schichten, die aufeinander folgen, wie zum Beispiel von Spät- auf Frühschicht. Was dann natürlich dazu führt, dass man dann, wenn man mal nach Hause kommt, nochmal kurz, ja, guten Tag, auf Wiedersehen, tschüss, sich nochmal 20 Minuten am Computer setzt, davon 10 Minuten spielt, die anderen 10 Minuten irgendwas Produktives macht und danach wieder ins Bett geht, hat man natürlich nicht so viel Zeit. Von daher, das, was wir hier besprechen, wird sich
wird für den einen oder anderen, der das vielleicht hört, denken, ja, das gibt ja vielleicht in 3 Monaten hin. Bei uns ist das allerdings ein Fahrplan, der auf 6 bis 7 Monate angelegt ist. Ja, mit kleinen Zwischenlückenfüllern und so weiter wird das wirklich fast ein Jahresprojekt sein. Wir müssen uns ja auch ab und zu um andere Sachen kümmern. Ja, wir haben alle Familie, wir haben alle Beziehungen. Und wenn da der Partner oder die Partnerin dann leer ausgehen, ist dann auch scheiße, wenn wir dann nur vor der Klotze hängen. Von daher muss das alles unter einen Hut gebracht werden. Wie gesagt, das ist dann wirklich schon ein Jahresprojekt. Bevor ich jetzt weiter laber, nein, kannst du weiter labern. Ja. Das war es eigentlich auch unglaublich gewesen. Mir fällt jetzt jedenfalls erstmal nichts mehr ein. Wir werden uns dann morgen dran sitzen und den ganzen Kanal mal so fertig machen, denke ich mal. Justin wird momentan, apropos Justin, der hat mir gar nicht gefragt, aber am Anfang ist er sowieso halb weg irgendwie. Und naja, ich weiß ja auch nicht, ob es den irgendwie stören würde jetzt. Momentan, wo der so viel am Hut hat. Nun ja, wie gesagt, das war's. Morgen wird der Kanal vorbereitet. Weiß nicht, ob wir den auch schon morgen eröffnen. Jetzt werdet ihr werden sehen in der Kanalbox, in der Partnerbox, Dingens. Und das war's dann auch schon. Wir sehen uns das nächste Mal bei Don't Starve. Und bei danach Battlefield 3. Und Borderlands nicht vergessen. Ja, Borderlands natürlich. Und Borderlands 2 und natürlich Watch Dogs. Brauchst du jetzt nur gar nicht zu erwähnen, das dauert noch. Borderlands 1 geht schon. Für Chatzen 30 Stunden oder so. Oh, Zeit ist relativ. Daher. Na dann, Leute. Das war's. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Gotti. Ich hab doch schon alles gesagt. Ja, tschüss, auf Wiedersehen. Viel Spaß beim Gucken und vergessen, dass es da draußen auch ein reales Leben gibt. Ja, hier Moralpauke.